Wir Menschen haben immer wieder mit Veränderungen zu tun. Wir selbst verändern uns, die Umwelt verändert sich, wir kommen in neue Situationen, vielleicht einen neuen Arbeitsplatz, vielleicht neue Kontakte, die wir haben. Ein neues Jahr steht jetzt vor uns, man weiß nicht, was kommen wird. Wir kriegen neue Updates auf unseren Geräten, da ist wieder irgendwas neu, irgendwer hat wieder sich was ausgedacht, was man, wie man das neu gestalten kann. Andauernd haben wir mit Veränderungen in unserem Leben zu tun. Und es gibt ein Schaubild, das beschreibt, wie wir Menschen mit Veränderungen umgehen. Der eine oder andere hat das bestimmt schon mal gesehen, dieses Schaubild. Das kommt aus der Erlebnispädagogik, wo versucht wird zu beschreiben, wie Menschen sich fühlen, wenn Veränderungen auftreten. Und da gibt es die, was wir ja schon alle kennen und wo wir auch ganz gerne sind, die Komfortzone. Dann gibt es eine zweite Zone, die Wachstumszone und die Panikzone. Komfortzone, das ist da, wo wir uns so richtig zu Hause fühlen. Also wie wir zu Hause uns verhalten, wir sind, fühlen uns sicher, wir kennen die Abläufe. Wenn wir in dieser Komfortzone sind, wissen wir, was auf uns zukommt. Wir haben da keine Probleme, keine Herausforderungen, da geht es uns richtig gut. Und das ist auch gar nicht schlecht, dass wir Komfortzonen haben. Manchmal sagt man ja, oh nee, Komfortzone oder man muss da unbedingt raus und so weiter. Das ist gar nicht schlecht, dass man Komfortzonen hat, denn wir brauchen Zeiten, wo wir auftanken, wo wir uns wohlfühlen, wo es uns gut geht. Dann gibt es die Wachstumszone. Und um in diese Zone zu kommen, da braucht man schon ein wenig Mut. Denn in dieser Wachstumszone, da weiß man nicht mehr so, wie man damit umgehen soll. Da sind Herausforderungen, da die alten Gewohnheiten, die alten Pläne oder Gedanken, die gehen dann nicht mehr so. Da muss man sich weiterentwickeln, da muss man sich verändern, da muss man sich vielleicht anpassen. Es ist auch eine Risikozone, also es kann auch sein, dass da was schiefläuft, dass man, was man sich vornimmt, was Neues, das kann auch nicht funktionieren. Und deswegen ist das eine Zone, wo da kann, was risikobehaftet ist, da können auch Dinge schieflaufen, aber in dieser Zone, da wachsen wir, da entwickeln wir uns weiter, da lernen wir etwas. Das ist die Zone, wo wir neue Fähigkeiten erlernen, neues Wissen aneignen. Das ist eigentlich eine gute Zone. Dann gibt es die Panikzone. Da kommen wir gar nicht mehr klar. Da haben wir keinen Halt mehr, da stehen wir unter Stress, da haben wir Panik. Da ist sowas Großes, Neues passiert, dass wir gar nicht mehr mitkommen. Das ist vielleicht, wenn wir in einem fremden Land sind oder sogar wir fühlen uns vielleicht wie in einem feindlichen Land. So alles ist so neu, das ist schon feindlich gegenüber uns. Da fühlen wir uns überfordert. Und ich werde in der Predigt immer wieder auf dieses Bild Bezug nehmen. Und jetzt zu Beginn möchte ich euch auch um ein bisschen Mut bitten. Und zwar gehen wir mal kurz in die Wachstumszone rein. Ich hoffe, keiner von euch geht jetzt in die Panikzone. Wir haben ja einen Visionssatz, den wir jetzt schon ganz oft gehört haben diese Woche. Alex hat ihn heute sogar schon vorgelesen. Und ich wollte mal fragen, wer von euch kann mir den Visionssatz denn schon aufsagen? Wer hat ihn schon im Kopf? Überlegt mal ganz kurz. Ich brauche mal einmal kurz das Mikrofon. Wer traut sich, den einmal aufzusagen? Wer weiß den denn? Ganz kurz in die Wachstumszone einmal reingehen. Wir lernen was Neues. Weiß jemand den schon? Also wenn es keiner den weiß, dann muss ich den wohl aufsagen. Aber ich glaube, bestimmt weiß ihn jemand. Ja. Danke, Peter. Ich versuche es mal. Ja. Als mutige Kirche folgen wir Jesus leidenschaftlich nach. Prägen dabei unser Umfeld und bieten Menschen ein geistliches Zuhause. Super, vielen Dank. Sehr gut. Also Peter, das Herz hat geschlagen. Ich denke mal bei allen so, oh nein, hoffentlich nimmt er mich nicht. So ist das halt in der Wachstumszone. Da ist man so ein bisschen aufgeregt und man weiß nicht, wie es sein wird. Aber danke Peter, dass du so mutig warst und das gemacht hast. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, lass uns das mal alle gemeinsam sagen, diesen Satz. 1, 2, 3. Als mutige Kirche folgen wir Jesus leidenschaftlich nach, prägen unser Umfeld und bieten Menschen ein geistliches Zuhause. Sehr gut, Dankeschön. So, und beim nächsten Mal, also wenn ihr gleich müde werdet, wenn ich das sehe, dann frage ich euch nochmal die Frage, dann, dass ihr dann richtig wach seid. Nee, also das ist unser Visionssatz, den wollen wir in den nächsten Jahren prägen, den wollen wir leben, haben wir schon gehört. Und ein Wert, von dem wir schon gestern gehört haben in der Visionswoche, ist auch dieser Wert Mut, den wir leben wollen. Das bedeutet, dass wir entschlossen für das einstehen, was wir für richtig halten, selbst wenn wir Unsicherheiten oder gesellschaftliche Nachteile verspüren.
Dabei wollen wir unsere Komfortzone mit Blick auf Jesus verlassen und unsere Mitmenschen dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Meine Frage ist, wie können wir denn eine mutige Kirche sein, eine mutige Gemeinschaft sein? Willi Löwen meinte gestern schon, eine mutige Kirche besteht aus mutigen Menschen. Und das ist ja auch so. Und dann muss jeder Einzelne von uns muss irgendwie mutig sein, damit wir eine mutige Gemeinschaft sein können. Aber ich habe mich gefragt, gibt es nicht in der Bibel auch Texte, wo man erlebt, wie eine ganze Gemeinschaft mutig gewesen ist und was wir daraus lernen können? Und ich habe meine Predigt auf zwei Geschichten aufgebaut aus der Bibel. Und von diesen Geschichten ausgehend möchte ich uns vier Kennzeichen nennen, die für eine Kirche wichtig sind, um mutig zu sein. Also eine mutige Kirche ist so und so. Und dann werde ich gleich vier Dinge nennen. Nach und nach werden wir dann entdecken, was eine mutige Kirche ausmachen kann auf Grundlage dieser Texte. Die erste Geschichte, die finden wir in 4. Mose 13. Das Volk Israel steht vor dem neuen Land, vor Kanaan, das gelobte Land, das verheißene Land. Sie sind schon jahrelang, monatelang durch die Wüste gegangen und jetzt sind sie endlich dort. Sie können in das neue Land reingehen. Gott möchte, dass sie diese Grenze überschreiten und dieses neue Land einnehmen. Aber es gibt ein Problem. Da sind noch andere Völker drin und das Volk weiß nicht, wie wird das jetzt sein? Was sind das überhaupt für Völker? Was werden die mit uns machen? Werden wir das schaffen? Werden wir das nicht schaffen? Und sie senden Kundschafter aus, die dieses Land erkunden sollen. Und hier haben wir die Antwort von diesen Kundschaftern. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron. Zwei der Spione, Josua und Kaleb, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber das Volk, wenn ihr die Geschichte kennt, das Volk hört nicht auf sie. Sie wollen sogar Josua und Kaleb steinigen. Sie wollen sich einen eigenen Anführer machen, mit dem sie zurück nach Ägypten gehen. Und dann gibt Gott ihnen die Strafe, dass sie 40 Jahre durch die Wüste gehen müssen. Und dann sagen sie, nee, wir wollen jetzt doch ins Land gehen. Und die haben richtig viel Mut und wollen dann ins Land gehen. Aber Gott ist nicht mit ihnen und so verlieren sie gleich die erste Schlacht. Eine weitere Geschichte finden wir im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 4. Die christliche Gemeinschaft ist erst einige Monate oder vielleicht einige Jahre alt. Da sind ganz viele Gläubige, die erst vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Also ein frisch geborenes Volk Gottes sozusagen. Und sie sind sehr jung und haben noch nicht so viel, sind gerade jung im Glauben, als Gemeinschaft noch nicht so lange entstanden. Und da kommt die erste Herausforderung auf sie zu. Ihre Leiter, Petrus und Johannes, die werden gefangen genommen, weil sie von Jesus erzählt haben und weil sie einen Gelähmten geheilt haben. Und Johannes und Petrus kommen dann zurück und erzählen, wie es ihnen da ergangen ist, was der Hohe Rat, die leitenden Führer, was die ihnen gesagt haben und dass sie ihnen verboten haben, weiterzureden. Und dann lesen wir von diesem Gebet in Apostelgeschichte 4. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam, die ganze Gemeinde, ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, vor langer Zeit hast du durch deinen Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn, warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf. Die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr.
und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Was können wir aus diesen beiden Geschichten lernen für uns als Kirche? Offensichtlich ist ja, dass die erste Gruppe nicht mutig gewesen ist und dass die zweite Gruppe mutig gewesen ist. Aber was hat denn die eine Gruppe anders gemacht als die andere? Was soll uns als mutige Kirche ausmachen? Eine mutige Kirche geht neue Wege und überwindet Ängste. Gott wollte mit dem Volk Israel eigentlich einen neuen Weg gehen, in ein neues Land, betreten lassen. Sie sollten eine Grenze überschreiten, sie sollten in ein unbekanntes Land gehen. Aber dieses Neue, das war für sie so, die gerieten wahrscheinlich in diese Panikzone. Was wartet dort auf uns? Wie wird das? Was ist, wenn wir verlieren? Ist es nicht sicherer, hier zu bleiben oder nach Ägypten zurückzugehen, als da in dieses Land? Vielleicht werden wir von denen besiegt. Und sie malten es sich sogar noch schlimmer aus, als es eigentlich war. Dann erzählten die Kundschafter dann noch, wir waren wie Heuschrecken und die waren wie Riesen. Also irgendwie Lügen dann noch erzählt, dass die Leute noch mehr Angst hatten und sie noch mehr gelähmt wurden von dieser Angst. Aber auch, dass die Gemeinde war in einer ähnlichen Situation, auch eine neue Situation. Wir lesen in der Apostelgeschichte davon nicht, dass da irgendwie Verfolgung gewesen wäre, aber jetzt wurden ihre Leiter wurden gefangen genommen, wurden verhört. Sie haben gemerkt, hey, die Leiter dieses Volkes, die sind gegen uns, die wollen nicht, dass wir erzählen, die wollen nicht, dass wir Wunder und Zeichen tun, die wollen uns vielleicht verfolgen, vielleicht werden die uns gefangen nehmen, vielleicht werden die, wer weiß was machen mit uns vertreiben. Aber sie sind bereit, diesen neuen Weg zu gehen und ihre Angst zu überwinden. Wisst ihr, das Reich Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Wenn wir, Jesus bringt ja immer wieder Vergleiche und er redet da einmal von diesem, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das in die Erde geworfen wird und dann aufgeht und dann wird daraus ein Baum und wird immer größer. Also was wächst, das verändert sich und da ist Leben drin. Und auch unser Leben, so wie das Reich Gottes, ist auf Wachstum ausgelegt. Wir wollen ja Jesus ähnlicher werden, wir wollen hinwachsen zu ihm, der unser Herr ist. Wir wollen lernen, weniger das Böse zu tun und mehr das Gute zu tun. Wir wollen das Evangelium an neue Menschen auf neue Art und Weise weitergeben. Aber um zu wachsen, müssen wir in diese unsichere, risikoreiche Wachstumszone hineingehen, wo wir nicht wissen, wie das wird. Aber gerade in dieser Wachstumszone, genau da geschehen ja die wunderbaren Dinge. Wenn wir uns trauen, wenn wir mutig sind, wenn wir neue Schritte gehen. Und davon gibt es unendlich viele Geschichten in der Bibel. Wenn wir an Abraham denken, der hinausgehen sollte in ein Land, das Gott ihm dann zeigen will. Und er macht das. Er entscheidet sich, aus seiner Heimat, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und da geschehen die wunderbaren Dinge. Daniel, als er im Exil ist, oder in der Verbannung, da sollen die ja ein bestimmtes Essen essen und er sagt, nee, ich will das nicht essen, weil ich Gott lieber gehorchen möchte. Ich möchte mich nicht damit verunreinigen. Und er tut auch einen Schritt heraus aus dieser Komfortzone und er hat diesen Mut. Oder wenn wir an Esther denken, die zu der Königin zu dem König gegangen ist und dort für ihr Volk gebeten hatte, auch sie hätte sagen können, nee, ich kümmere mich nur um mich und Hauptsache ich bin hier, ich fühle mich gut. Nein, sie wollte, ist diesen Schritt gegangen zu dem König hin. Und auch Jesus natürlich, der mutigste Mensch, der je gelebt hat, er hat diese eine Chance, die er hatte, dieses eine Leben, das er hatte, das hat er genutzt und hat sündlos gelebt, hat nicht die Engel um Hilfe gerufen, so wie es da in der Bibel steht, sondern er war bereit, diese Schritte zu gehen, diese neuen Schritte zu leiden und zu sterben für uns. Mut hat immer was mit Gehen zu tun, mit aktiv werden, mit neuen Schritten. Eine mutige Kirche geht neue Wege und überwindet Ängste. Wie denkst du über die Zukunft unserer Kirche? Wenn du so an die nächsten Jahre denkst oder vielleicht auch das, was wir uns vorgenommen haben, wie wird das? Was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn wir verlieren sozusagen?
Vielleicht haben wir auch manchmal diese Heuschreckenmentalität, dass wir uns die Zukunft oder die Sorgen, die Probleme, die sind so wie ein riesiger Berg und wir sind so klein, wie sollen wir das nur schaffen? Das habe ich ganz oft und ich glaube, das ist auch ganz normal im persönlichen Leben. Und wenn man an die Kirche denkt, da fühlen wir uns manchmal wie Heuschrecken vor dieser großen Zukunft, vor diesem Ungewissen in unserem Leben. Und die Stimme der Angst, die will uns sagen, was ist, wenn alles schief geht? Was ist, wenn alles schief geht? Lieber nichts machen, dann können wir auch nichts verlieren. Aber die Stimme des Mutes sagt, aber was ist, wenn es funktioniert? Was ist, wenn das Wirklichkeit wird und wenn wir in dieser Wachstumszone wirklich wachsen und wirklich Wunder erleben? Es ist nicht falsch, Angst zu haben. Auch der Mutige hat Angst, aber der Mutige überwindet die Angst. Mit Gott können wir die Angst überwinden. Und wenn wir eine lebendige und wachsende Kirche sein wollen, wo Neues entsteht, dann müssen wir bereit sein, neue Schritte zu gehen und Ängste zu überwinden. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, Hauptsache wir machen irgendwas Neues, Hauptsache wir verändern uns. Wenn wir nur etwas verändern, um der Veränderung willen, dann ist es genauso schlecht, wie wenn wir gar nichts verändern. Hauptsache was Neues, Hauptsache irgendwie gibt es irgendeine Veränderung, das ist nicht der Sinn davon. Es gibt Dinge, die dürfen sich niemals verändern, die müssen immer bleiben. Wir brauchen ein festes Fundament. Und es ist auch manchmal so, dass nicht jeder neue Weg gut ist. Und manchmal muss man neue Wege, die man gegangen ist, wieder sagen, oh, das war nicht so gut, diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber wenn Gott uns wachsen lassen möchte, wenn Gott mit uns etwas vorhat und wir sagen, nee, wir wollen lieber in die Komfortzone zurückgehen, dann werden wir nicht wachsen. Im Juli wurden ja schon die Ziele vorgestellt, die wir für 2030 hatten, also im Juli 2023. Und da weiß ich noch, da saß Andreas Neufeld hier aus der MBG Lemgo und der hat ja gar nichts davon mitbekommen, ist ja natürlich in einer anderen Gemeinde. Und er hat ja die Predigt gehalten an dem Tag. Und nach dem Gottesdienst kam er auf mich zu und er hat gesehen, wie viele Ziele wir uns da gesetzt haben. 4 Ziele für 2024, 3 Ziele für 2027 und 4 Ziele für 2030. Könnt ihr auch in dem Heft nachlesen oder was wir auch rumgeschickt haben. Und er kam zu mir und sagte, wow, seid ihr mutig. Ich glaube, eigentlich wollte er sagen, wow, ihr seid verrückt. Aber unter Christen sagt man, wow, seid ihr mutig. Dass ihr euch so viel vornehmt, also Gott helfe euch dabei so ungefähr oder Gott segne euch dabei bei der Umsetzung. Und natürlich, das ist Risiko, was wir machen, was wir eingehen. Auch dieser Bau, das war Risiko. Aber in dieser Zeit oder in dieser Phase, da geschieht dieses Wachstum und wo wir bereit sind zu sagen, hey, vielleicht kann es schief gehen, aber vielleicht wird Gott auch genau dadurch jetzt Wunderbares machen. Lasst uns bereit sein, neue Wege zu gehen und Ängste zu überwinden. Eine mutige Kirche baut nur auf Gott und seine Worte. Wenn wir uns die Geschichte der Israeliten anschauen, dann sehen wir, die Israeliten vertrauten ihrem eigenen Urteil, ihren eigenen Augen, die vertrauten den Menschen, den Kundschaftern, die auch noch Lügen erzählten, aber sie vertrauten nicht Gott. Obwohl Gott eigentlich gesagt hatte, ihr sollt in dieses Land gehen, ich bereite das für euch vor, ihr habt schon Wunder und Zeichen gesehen von mir und ihr sollt in dieses Land gehen, aber sie wollten nicht. Und genau das andere sehen wir bei der Gemeinde in Apostelgeschichte 4. Da beten sie erstmal allmächtiger Gott. Sie reden erstmal davon, wer Gott überhaupt ist. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er hat in der Vergangenheit schon gesprochen und gewirkt. Und jetzt beten sie auch, dass er etwas tut, dass er seine heilende Kraft schenkt, damit im Namen Jesu Zeichen und Wunder geschehen. Sie bauten auf Gottes Wort und wollten Gott gehorsam sein. Wenn wir mutig sein wollen, dann brauchen wir ein gutes Fundament. Klar können wir auch sagen, oder man für sich persönlich, oh, ich will mutig sein, weil ich kann das ja, ich habe es ja voll drauf. Ich werde das schaffen, weil ne, Gott, ich kann die Dinge ja. Und das wird schon klappen, aber das ist kein sicheres Fundament. Was ist, wenn wir können nicht auf uns selbst bauen, auf uns Menschen? Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn wir krank werden und so weiter? Aber wir können nur mutig sein, wenn wir auf ein starkes und festes Fundament bauen. Und das ist unser Gott und seine Worte. Ich finde das so bezeichnend, wie Petrus Jesus antwortet, als Jesus zu ihm sagt, kannst du bitte nochmal den Fischfang machen? Die waren ja die ganze Nacht am Fischen und haben nichts gefangen. Und dann am Tag auch noch sagt Jesus, wirf nochmal das Netz aus und fang Fische. Und natürlich ist das so,
unlogisch. Und das sagt Petrus dann auch, wir haben die ganze Nacht lang hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Aber wenn du es sagst, dann werde ich es noch mal versuchen. Und das ist das Entscheidende. Das, was Gott sagt und was er, wie er ist und was er getan hat. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das etwas Festes, worauf wir bauen können. Und daraufhin geschieht auch dieses Wunder. Vielleicht sagst du manchmal, oh, es ist so schwer, andere anzunehmen, wie sie sind. Eigentlich sträubt sich da was bei mir dagegen. Aber Herr, wenn du das sagst, dann tue ich es. Es ist so schwer, andere höher zu achten als mich selbst. Eigentlich will ich selber im Mittelpunkt stehen und das, was ich sage, soll eigentlich wichtiger sein. Aber Herr, wenn du es sagst, dann will ich das tun. Es ist so schwer zu beten, Herr, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist so schwer, zur Gebetsstunde vielleicht zu gehen. Aber Herr, wenn du es sagst, wenn du willst, dass wir beten, dann werde ich das tun. Aber Herr, wenn du es sagst, dann können wir mutig sein, wenn wir auf das bauen, was Gott sagt. Wir können nicht nur die Befehle sozusagen von Gott annehmen, sondern wir können auch seine Verheißungen annehmen. Wir können mutig sein, weil Jesus uns trotz unserer Fehler liebt und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Aus Römer 8, Vers 35 bis 39. Und ich habe hier einfach mal einige aufgezählt. Wir können mutig sein, weil Gott uns liebt. Wir können mutig sein, weil Jesus immer bei uns ist. Wir können mutig sein, weil wir einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit haben und nicht einen Geist der Ängstlichkeit. Der Heilige Geist ist kein Geist der Ängstlichkeit, sondern eigentlich des Mutes. Wir können mutig sein, weil Jesus uns auch im Leid und in unserer Schwachheit stärkt und trägt. Auch wenn wir durch Herausforderungen gehen, trägt uns Gott durch. Wir können mutig sein, auch durch schwere Zeiten zu gehen. Wir können mutig sein, weil wir in seinen Augen sehr wertvoll sind. Sogar alle unsere Haare auf dem Kopf sind gezählt. Gott kennt uns genau. Er liebt uns, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wir können mutig sein, weil Menschen uns zwar unser Leben nehmen können, aber nicht die Ewigkeit. Wir können mutig sein, weil er die Geschichte der Welt in der Hand hält und sie lenkt. Weil er die Welt überwunden hat. Weil das Leid auf Erden nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Wegen Gottes Zusagen können wir mutig sein, wenn wir auf sein Wort und auf seinen Zusagen bauen. Lasst uns auch so eine Kirche sein, die sagt, wir wollen auf Gottes Worte bauen. Wir wollen auf seine Verheißungen bauen und deswegen neue Schritte wagen. Nicht einfach so neue Schritte, sondern weil wir den Eindruck haben, dass Gott uns in diese Richtung führen möchte. Und genau das wollen wir auch mit dieser Vision, mit den Werten, mit den Zielen. Wir wollen sehen, lasst uns neue Schritte gehen, aber die auf Gottes Wort aufbauen, die wir aus der Bibel nehmen. Und lasst uns diese Dinge umsetzen. Und auch wenn die nächsten Jahre vielleicht, wenn man die Ziele anschaut und man sagt, oh, das ist ja eigentlich verrückt oder das ist sehr viel, da muss man schon mutig sein dafür. Aber Herr, wenn du es sagst und wenn du das möchtest, dann wollen wir mutig diese Schritte gehen. Eine mutige Kirche vereint sich unter Gottes Sache. Wir Menschen orientieren uns gerne an anderen und lassen uns auch immer wieder von Menschen mitreißen. Und das sehen wir auch in diesen beiden Geschichten. Da sind das Volk Israel, das sich mitreißen lässt von den Kundschaftern oder von ihren eigenen Sorgen. Und eine Gemeinschaft kann Fluch oder kann Segen sein, wenn wir uns mitreißen lassen, je nachdem, in welche Richtung es dann geht. Und wir sehen das bei der zweiten Geschichte, dass es eigentlich ein Segen ist, diese Gemeinschaft, diese Einheit, die da ist, dass sie gemeinsam sich unter ein Ziel stellen. Wir sehen da, dass sie dasselbe Ziel verfolgen, dass sie Gott ehren wollen, dass sie von ihm reden wollen, dass sie auch darauf aufbauen, was Jesus ihnen gesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein, auch in Jerusalem und dann darüber hinaus. Und sie vereinen sich unter Gottes Sache. Und wenn wir eine mutige Kirche sein wollen, dann müssen wir uns auch bereit sein, uns zu vereinen unter eine Sache. So wie wir eben das Glaubensbekenntnis gesungen haben, wo wirklich diese entscheidenden Punkte drin sind, woran wir glauben, an Jesus, an unseren Vater, an den Heiligen Geist, an die Gemeinde und so weiter, dass wir uns unter Gottes Sache vereinen. Und in der Legewoche, das ist ja das beste Beispiel dafür, da waren die Kinder alle in ihren verschiedenen Gruppen und jeder hat so sein Häuschen gebaut sozusagen, aber sie hatten gemeinsam ein Ziel, eine große Stadt zu bauen.
Und hat man am Ende auch gesehen, wie da alles so aufgebaut war und das sah auch voll einheitlich aus. Da war so ein Bereich, da war ein Bereich, wo verschiedene Dinge standen. Das war richtig super. Jeder hat so seine Steinchen gebaut und es waren alle daran beteiligt. Und das ist diese Motivation oder dieser Mut, der auch entsteht, wenn man merkt, boah, da ziehen jetzt richtig viele mit. Auch bei, wenn wir die Einladung verteilen und wenn wir merken, boah, jetzt geht hier ganz unsere ganze Gemeinde, also waren nicht ganz alle dabei leider, aber richtig viele gehen da jetzt mit und wir verteilen Einladungen in Herberhausen, wir geben Geschenke an die Menschen in Herberhausen. Das macht richtig Mut, wenn wir gemeinsam vereint hinter einer Sache stehen. Und das wünsche ich für unsere Kirche, insbesondere auch für unsere Vision, die wir umsetzen wollen, dass wir doch sagen können, wir stellen uns dahinter. Und ich glaube aber, dass wir, wenn wir jetzt wieder auf dieses Bild hinkommen, wenn wir auch an die Zukunft der Gemeinde denken oder auch an die Vision, vielleicht sind einige von euch erstmal hier so und denken, oh, endlich machen wir mal wieder was Neues. Es hat so ewig gedauert. Endlich legen wir mal los, wir werden voll wachsen und das wird richtig super. Und vielleicht sind auch einige dann doch hier in der Panikzone und sagen, oh, schon wieder was Neues, wie machen wir das? Wie wird das nur werden? Was haben die sich wieder ausgedacht vielleicht? Kriegen wir das überhaupt hin? Und so weiter. Und das ist ganz normal, dass wir unterschiedliche Menschen hier haben. Und auch die Gemeinde damals in Apostelgeschichte, die war auch total unterschiedlich, ganz sicher. Man liest auch in der Apostelgeschichte immer wieder von Herausforderungen, die auch in dieser Gemeinschaft gewesen sind. Wo auch Streit da war über Lehren zum Beispiel in Apostelgeschichte 15. Und das ist auch ganz schön schwer, so eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Auch für uns als Leitung, euch, wenn einer da oben in der Ecke sozusagen ist, also in der Panikzone schon, und der andere ist gerade mal ganz am Anfang. Wir wollen versuchen, auf euch alle, auf uns alle zu achten und uns irgendwie zu vereinen unter der Sache Gottes. Und dafür braucht es aber uns alle, dass wir sagen, ja, ich bin bereit, vielleicht die Unterschiede, die mich trennen von dem anderen, die vielleicht beiseite zu legen oder vielleicht darüber zu sprechen und den anderen verstehen zu wollen. Wir haben ja zwei andere Werte noch, Zusammenhalt und Nächstenliebe, die auch ganz wichtig sind für dies. Wenn wir uns vereinen wollen, wenn wir einheitlich sein wollen unter Gottes Sache, dass wir bereit sind, an einem Strang zu ziehen und aufeinander zuzugehen. Eine mutige Kirche betet und erwartet. Das ist mein letzter Punkt und auch gleichzeitig der Abschluss oder ein Aufruf an uns. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 hat Gott im Gebet gesucht. Sie machten sich bewusst, dass sie Gott brauchten, um mutig zu sein. Sie sagten nicht, ja, wir sind mutig, sondern sie beteten für den Mut. Sie beteten um Zeichen und Wunder. Sie beteten und erwarteten, dass Gott etwas tut und nicht, dass sie sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt stellten, sondern sie stellten sich unter Gott und erwarteten sein Wirken. Und er tat es auch, Gott antwortete sogar mit einem Beben direkt danach und erfüllte sie mit Heiligen Geist, wie es hier steht. Das ist einer der vielen Momente aus der Bibel, wo man denkt, boah, da wären wir gerne dabei gewesen bei dieser Situation. Wann beten wir am meisten? In schweren Situationen. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir uns verloren fühlen, wenn wir keine Lösung mehr haben, dann erst beten wir richtig viel und richtig stark. Wenn der Mut fehlt, beten wir am meisten. Aber ich denke, dass auch in diesen Zeiten oder dass diese Zeiten uns irgendwie aber auch geistlich am Leben halten, gerade diese schweren Zeiten, gerade diese Herausforderungen. Denn da beten wir, da suchen wir, da sind wir in dieser Wachstumsphase oder in dieser Wachstumszone, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir um Gott um Hilfe rufen, wo wir anfangen zu beten und uns abhängig machen von Gott. Eigentlich sind wir immer abhängig von Gott, das uns bewusst zu machen. Aber gerade in diesen Zeiten, diesen schweren Zeiten, da ist uns das ganz besonders klar. Wir können selber nichts, wir brauchen Gott. Und das sollte auch uns als mutige Gemeinde ausmachen, wenn wir eine mutige Kirche sein wollen, dass wir beten und erwarten, dass wir uns bewusst sind von dieser Abhängigkeit. Letztlich sind nicht wir diejenigen, die Gottes Gemeinde bauen oder die etwas Besonderes machen müssen, die besonders stark sein müssen, die besonders mutig sein müssen, sondern wir müssen
Gott bitten, dass er uns das gibt, dass er uns den Mut gibt, dass er uns die Gaben, die wir haben, gibt, oder dass er uns die Gaben gibt, dass wir die aber auch natürlich einsetzen. Wir sind abhängig von dir, Gott. Und ich weiß nicht, wie du über unsere Kirche denkst. Ich habe ja eben schon gezeigt, einige sind da, einige sind vielleicht da. Es gibt verschiedene Herausforderungen. Und egal in welcher Situation, egal wie du über Gemeinde denkst, ich rufe dich auf, für unsere Gemeinde zu beten. Vielleicht ist für dich gerade alles super und du fühlst dich richtig wohl in unserer Gemeinde und in deinem Dienst und so weiter. Dann mach dich trotzdem abhängig von Gott und bete trotzdem für uns als für uns oder für unsere Kirche. Und auch wenn du gerade in einer schweren Situation bist und vielleicht auch mit der Kirche, mit bestimmten Dingen haderst, gerade dann bete noch mehr. Und gerade dann versuche dich ja, unter die Gemeinde oder unter Gottes Sache zu stellen, auf Gott und seine Worte zu bauen. Ihr wisst, die Geschichte vom Volk Israel, die endet nicht in 4. Mose 14, sondern da kommt ja die 40-jährige Zeit, wo sie umhergehen und dann bekommen sie eine neue Möglichkeit, wieder in dieses Land zu gehen. Und sie müssen über den Jordan gehen, ein Fluss, der gerade wo es gerade Regenzeit ist, oder zumindest ist es ein sehr breiter Fluss gewesen und der Fluss tritt über die Ufer und es ist vielleicht, stelle ich mir so vor, ein reißender Fluss. Es ist nicht so leicht, da durchzugehen, weil das ganze Volk wollte da ja nicht oder konnte da nicht durchgehen. Und da sagt Gott, es sollen erst die Priester mit der Bundeslade Gottes hineingehen und in der Mitte des Flusses stehen bleiben. Und erst dann werde ich den Fluss nicht mehr fließen lassen oder anhalten oben an einer Stelle. Und erst dann kann das ganze Volk hindurchgehen. Diese Priester sind wie unser Gebet. Vielleicht will Gott, dass wir zuerst alle von Herzen Gott bitten und Gott flehen, dass er unsere Gemeinde segnet, dass er Wunder tut, dass er uns die Möglichkeit gibt, und auch die Kraft und auch den Mut von ihm zu erzählen. So wie es auch die Gemeinde in der Apostelgeschichte getan hat. Nachdem sie gebetet hatte, erbebte die Erde und sie wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich möchte uns dazu aufrufen, als Kirche, jedes einzelne Mitglied, dass wir uns darin vereinen, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche zu beten. Wir können es nur, wenn Gott uns den Mut gibt. Eine mutige Kirche können wir nur sein, wenn Gott uns auch den Mut gibt, wenn Gott uns die Möglichkeiten gibt, wenn Gott uns erfüllt, wenn Gott etwas bewirkt und Gott etwas tut. Und genau das möchte ich jetzt gerne tun und beten. Lasst uns alle dazu aufstehen. Gott, du bist der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat. Du bist der Allwissende, du kennst die Zukunft, du bist derselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Du hast schon früher zu den Menschen geredet, du hast früher schon Wunder getan, Herr. Und wir lesen so viel in der Bibel davon, Herr. Und ich glaube, wir alle sehen uns danach, alle, die wir dir nachfolgen, sehen uns danach, dass du auch große Zeichen und Wunder unter uns tust, auch in unserer Gemeinde. Und dass du uns den Mut gibst, von dir zu reden, dass du uns den Mut gibst, dein Wort auszuleben, dein Wort in unser Leben zu lassen und uns erfüllen zu lassen von deinem Geist, Herr. Wir brauchen dich. Wir sind so abhängig von dir. Und vergib uns, wo wir uns nicht dir unterstellen, wo wir uns nicht dein Wort unterstellen, wo wir uns nicht vereinen wollen, wo wir nicht dein Angesicht suchen im Gebet. Wir brauchen aber dich, Jesus. Wir brauchen den Mut, und den musst du uns geben. Wir wollen das erwarten, Herr, dass du das uns gibst, Herr. Und vor allem auch in den nächsten Jahren, Herr, wenn wir neue Ziele verfolgen, wenn wir neue Wege gehen, Herr, wir brauchen dich. Bitte hilf du uns, segne du uns, Herr. Amen.